Es war ein freundlicher Frühlingstag. Dünne Wolkenfäden durchzogen den sonst klaren Himmel und das Wetter lud groß und klein dazu ein, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich der schönen Natur zu erfreuen. So auch Dräger KG. Sie hatten ihren Domizilen den Rücken gekehrt, um die neu eröffnete Pizzeria Cavallo Blu auszuprobieren. Sie betraten, natürlich vorschriftsmäßig maskiert, das Restaurante und wurden vom ebenfalls maskierten Kellner empfangen. Buonasera, willkommen in Cavallo Blu, eh? Schönen guten Abend. Mädel. Vierer Personen. Also diese Mastsau hier frisst zwar für drei und hat auch ein paar Ersatzärsche, aber benötigt nur einen Sitzplatz. Wobei, wenn ich mir gerade recht überlege, rücken Sie lieber zwei Stühle zusammen. Ich verstehe. Alter, was? Was? Sauber, Karl. Jungs, jetzt benehmt euch. Nehmen Sie bitte hier drüben Platz. So, endlich können wir die Masken ausziehen. Mein Bauch hat geknurrt. Das Zeichen dafür, dass der Magen futtern möchte. Das ist ja mal was ganz Neues von dir. Dann lasst uns schnell bestellen. Der Kellner ist schon im Anmarsch. So, darf ich Ihre Bestellung, Deo mia, ihr seid das. Ich habe gar nicht erkannt hinter die Maske. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist doch dasselbe Schlitzohr, das auch in unserer Lieblingseisdiele kellnert. Stimmt, Tim. Ich wusste gar nicht, dass Sie einen zweiten Job haben, Mario. Was? Zweiter Job? Ich arbeite nicht mehr im Hydrauliko. Ich hatte regelrecht Panik, zur Arbeit zu gehen, weil mich dieser gewaltbereite Kriminelle immer bedroht hat. Meine Therapeutin riet mir dazu, den Job zu wechseln, ne? Ja, das ist ja allerliebst. So, nun nimm gefälligst unsere Bestellung auf und mach dieses furchtbare Gejaule aus. Ah, sehr wohl, mein Herr, sehr wohl. Die Bestellungen wurden aufgegeben und der sichtlich nervöse Kellner hastete erst zum Radio und anschließend zur Küche. So, moin moin, hier ist wieder euer Herr Juice Time. Die Ereignisse überschlagen sich, meine lieben Hörer. Die stadtbekannte Jugendgang, welche unter dem Namen Die Maskenbande bekannt ist, hat wieder zugeschlagen. Das Opfer ist diesmal eine lokale Berühmtheit aus der Gastronomie-Szene. Wie auch bei den bisherigen Fällen ereignete sich das sich überschlagende Ereignis mitten in der Nacht. Zeugen gibt es auch diesmal nicht. Wir fragen uns, wie lange soll das noch so weitergehen und ist Polizeihauptkommissar Glockner in seiner Position überhaupt noch tragbar? Ich bedanke mich für jede Form der Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Prost, euer Herr Juice Time. Wer ist denn das? Mensch, Klößchen, das ist doch schon seit Tagen in den Nachrichten. Eine militante Jugendgang terrorisiert die Stadt, raubt unbedarfte Bürger aus und treibt auch sonst allerlei Unfug. Sie nennen sich die Maskenbande. Warum eigentlich? Naja, sie tragen stets Sturmmasken bei ihren Überfällen, um nicht erkannt zu werden. Weiß man denn schon irgendwas über ihre Motive? Anscheinend sind ihre Aktionen als Protest gegen die Mund-Nasen-Schutzpflicht und gegen die Corona-Maßnahmen gedacht. Sie sehen sich als eine Art Rebellen. Warte, diese Grenzdebilen vermummen sich also freiwillig, um gegen das Tragen von Masken zu protestieren? So könnte man es ausdrücken. Das reicht! Wir müssen gegen sie vorgehen! Merkwürdig. Letztens meintest du noch, dass es dir völlig egal ist, wenn ein paar Bonzen um ein paar Tausender leichter gemacht werden. Richtig, daran hat sich auch nichts geändert. Aber eine solch geballte Dummheit macht mich unendlich sauer. Das ertrage ich einfach nicht. Tja, dann ist das wohl ein neuer Fall für... Träger-KG! Hey Klößchen, warum machst du denn nicht mit? Ihr habt gewonnen. Ich darf mir anhören, dass ich mich in die Psychiatrie einweisen lassen soll. Ich darf mir erzählen lassen, wie ich mich zu benehmen habe, weil ich mich falsch benehme. Und ich habe von 1000 Menschen zu hören bekommen, dass ich so dumm bin wie sonst was, dass ich so scheiße bin wie sonst was und dass ich der letzte Arsch bin. Es tut mir leid, aber ich halte es nochmal aus. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Das ist für mich fertig. Ich bin fertig mit der Welt. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Also ich bin echt gespannt, wen ihr als nächstes nehmt. Ist das dein Ernst, Dicker? Es klingt hart, ist es auch, aber das ist eine wahre Tatsache. Klößchen. So eine Entscheidung will gut überlegt sein. Tja, dann ist das wohl das Ende von Träger-KG. Naja, zumindest in dieser Konstellation. Hey Dragon, mach nicht diese. Lass dich nicht unterkriegen. Entschuldigung. Würden Sie sich bitte nicht einmischen? Das ist Privatsache. Was für ein Idiot. Es ist außerdem sehr unhöflich zu lauschen und vom Nebentisch mitzureden. Wo hast du eigentlich deine Erziehung genossen? Was wollt ihr denn? Fühlt ihr euch sicher?
Ihr versteht ihn nicht, ist doch so, Bro, oder? Von meinem gesamten Leben kennt ihr vielleicht nicht nur 2%, aber viel mehr von meinem Leben kennt ihr nicht. Von meinem Privatleben vor allem nicht. Bin ja auch ganz froh drüber. Muss aber dazu sagen, dass ich auch viele Sachen absichtlich falsch gestreut habe früher. Fresse jetzt alle beide. Ich bin sowieso schon in Prügellaune wegen dieser dämlichen Bande. Gabi, wir fahren jetzt direkt zu deinem Vater aufs Polizeirevier und holen uns mehr Informationen über den Fall. Meine Pizza! Du kannst ja gerne hier bleiben und sie auffressen, du fetter Wendehals. Außerdem hast du hier sowieso nichts mehr zu meddeln, du dreckiger Verräter. Sagst du dann bitte dem Kellner Bescheid, Karl? Du bist dieses Mal sowieso mit Bezahlen dran. Na sowas. Ich glaube, ich habe mein Geld vergessen. Karl? Der Computer vergisst etwas? Das ist ja noch nie passiert. Naja, weißt du, Gabilein, ich weiß auch nicht so ganz. Ich glaube, weil ich meine Maske gesucht habe, habe ich wohl den Geldbeutel liegen lassen. Nun, dann musst du wohl aushelfen, Pfote. Aber natürlich, Schatz. Brav. Und jetzt raus hier. Ihr könnt abhauen, aber ihr könnt euch niemals sicher fühlen. Au, blöd. Noch ein Problem. Besser ist das. Die drei Detektive gingen nach einem dramatischen Abschied von Klößchen erst zum Polizeirevier und dann zum Haus der Glockners, das nicht weit von der Innenstadt entfernt war. Gabis Vater, der Hauptkommissar, war zufällig zu Hause. Obwohl er doch hätte im Büro sein müssen. Schaut mal, Jungs. Papis Auto steht vor der Garage. Ja, die Kollegen vom Revier hatten recht. Er ist heute früher nach Hause gegangen. Er hat sich anscheinend nicht so wohl gefühlt. Hoffentlich hat er sich nicht infiziert. Ach, bestimmt nicht. Ich ruf ihn mal. Papi! Oh ja, das ist gut. Papi! Mach genau so weiter. Ich bin zu Hause! Warte. Oh mein Gott, ist das Gabi? Was will die denn schon zu Hause? Los, versteck dich im Schrank und halt bloß die Klappe, klar? Hallo, Daddy! Ach, Gabi, Schatz. Ich dachte, du wolltest den ganzen Tag mit deinen Freunden in der Stadt verbringen. Schönen guten Abend, Schwiegerpapa, ich meine Herr Glockner. Mädel! Papi, was fehlt dir denn? Du siehst so verschwitzt und fiebrig aus. Ja, das muss wohl die Grippe sein. Ist denn wenigstens Frau Glockner da, um sich um sie zu kümmern? Ach, das habe ich gar nicht erzählt. Mami ist für ein paar Tage in die Ostsee gefahren, auf Kur. Na, die Glückliche. Und ihr armer Mann leidet hier zu Hause. Naja, so schlimm ist es gar nicht. Ihr braucht mir echt keine Gesellschaft zu leisten. Keine Sorge, wir sind bald wieder weg. Wir wollten Ihnen nur ein paar Fragen zur Maskenbande stellen. Ach, diese Halunken tanzen uns schon viel zu lange auf der Nase rum. Nun gut, aber fasst euch bitte kurz, ich will mich wieder hinlegen. Was war das? Hört sich so an, als käme es von oben. No, Kinder, mir wird auf einmal ganz anders. Ich fahr besser zum Arzt. Aber Moment, was ist mit unseren Fragen? Die könnt ihr mir unterwegs stellen. Los, schnell ins Auto. Herr Glockner, wir haben erfahren, dass eine lokale Berühmtheit das jüngste Opfer dieser Schläger geworden ist. Können Sie uns Namen nennen oder wenigstens verraten, um wen es sich handelt? Also eigentlich darf ich das ja nicht. Ach, Papi. Bitte. Na gut, mein Schatz, ich verrate es euch. Es handelt sich um diesen Attila Wildmann. Ach, Sie meinen diesen fragwürdigen Koch und Autor von Kochbüchern? Ja, ganz genau. Er wurde in der Nacht überfallen und informierte direkt nach der Tat die Polizei. Was hat er denn ausgesagt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kollege Schmäh hat die Aussage aufgenommen. Also mit diesem Drecksack möchte ich lieber nicht reden. Schon beim letzten Mal ist mir fast die Hand ausgerutscht. Tim, ich muss dir verbieten, so über meine Kollegen zu sprechen. Auch wenn ich deine Meinung über dieses Arschloch ja schon teile. Ich denke, wir sollten uns direkt an Wildmann wenden. Meist ist er in seinem veganen Restaurant. Gute Idee, Karlchen. Und danke, Gabi. Du süße Frucht meines Verlangens. Fährst du uns hin, Papi? Sehr gerne, mein Schatz. Und dann muss ich dringend nach Hause, ihr habt da was vergessen. Vor dem exquisiten Restaurant abgesetzt, entdeckten die drei Nachwuchskriminalisten ihre Zielperson, als sie gerade in ihren Porsche einsteigen wollte.
Attila Wildmann, seines Zeichens veganer Starkoch und schillernde Persönlichkeit, strahlte eine Aura aus Selbstsicherheit und krankhaftem Wahn aus. Wetzt die langen Messer auf dem Bürgersteig, lass die Messer flutschen in den Merkel-Leib. Vegane Burger sind ein Volksgericht, doch für Merkel nicht die Kopf aus Volksgericht. Entschuldigung? Sie sind doch Herr Wildmann, oder? Ja, es kommt drauf an, wer fragt. Aber jetzt frage ich mich, wer seid ihr? Woher kommt ihr? Welcher Institution gehört ihr an? Seid ihr ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, irgendetwas zu kaufen? Wir, Träger KG, die Profis im Game. Wie meinen? Träger KG? Eine Kommanditgesellschaft? Also eine Personengesellschaft, die eine Sonderform der offenen Handelsgesellschaft darstellt, ähnlich einer GmbH, so wie unsere BRD eine ist? Fragen Sie nicht so viel. Ich bin Tim, genannt Tim. Das hier sind Gabi und Karl. Wir sind Hobbydetektive und wollen Ihnen helfen, die Täter zu finden, die Sie überfallen haben. Ach, der Überfall. Ja, richtig. Welch unglaublich traumatisches Erlebnis. Und ein weiterer Beweis dafür, dass ich der Obrigkeit und den Rotfrontsoldaten im Merkel-Kommunismus ein Dorn im Auge bin. Wie meinen Sie das? Ja, meine aufklärerische Arbeit sollte selbst Schlafschafen wie euch bekannt sein. Ich decke auf, was Vater Staat zu vertuschen versucht, um das zu schützen, was Mutter Natur uns spendet. Mit Blut und Schweiß und Tränen und Boden. Mit Macht und Erfolg ans Gewehr. Sie sind also der Annahme, der Überfall war ein Versuch, Sie einzuschüchtern? Ja, ganz offensichtlich war dies ein Einschüchterungsversuch. Doch man wird mich nicht brechen. Ich werde weiter marschieren. Wenn alles in Scherben fällt, ich lehne mich auf. Wogegen? Na, gegen Merkel, der Feindin des freien Deutschlands. Attila nannten mich meine Eltern, doch kämpfe ich wie einst Arminius. Wildmann, der Cherusker, Attila Barbarossa. In den Gladiatorenarenen hätten sie mich Veganismus Maximus genannt. Ja, jetzt schalten Sie mal einen Gang runter. Ich bekomme Lust, Ihnen den Aluhut zu verbeulen. Herr Wildmann, wissen Sie, was mir an dieser ganzen Sache dubios erscheint? Was kommt euch komisch vor? Dass ich als von Deutschen adoptierter Türke mit einem südafrikanisch-indischen Mannheimer den nationalen Widerstand bilde? Diese Maskenbande scheint ja eine ähnlich kritische Haltung wie Sie zu haben, was die aktuellen Maßnahmen des Staates betrifft. Warum sollten Sie sich ausgerechnet gegen Sie wenden, einen Sinnesgenossen? Ja, Mensch, seid ihr hier die Detektive oder bin ich's? Hierbei handelt es sich um ein Täuschungsmanöver regimetreuer Doppelagenten. Das sieht doch sogar ein Blinder mit dem Krückstock. Denunzianten sind das, Volksverräter, die unsere heilige Allianz spalten sollen. Doch was wir spalten werden, sind ihre Schädel. Wenn wir sie zum Henker führen, nachdem das Volksgericht im Sinne Freislers tagte, darauf schwöre ich mit dem Blut meiner, naja, mit dem Blut eurer Ahnen. Ihr seid doch deutsch, hoffe ich. Wie dem auch sei, es ist ein Täuschungsmanöver. Die Signale sind klar zu erkennen, wenn man nur die Augen öffnet. Erzählen Sie uns von der Tat. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ich kann euch wirklich nicht viel sagen. Ich war vom Restaurant aus auf dem Weg nach Hause und habe noch kurz am Kiosk in der Scherblettengasse angehalten. Auf dem kurzen Weg vom Parkplatz zum Kiosk haben sie mich dann hinterrücks niedergeschlagen und ausgeraubt. Das heißt, Sie haben eigentlich gar nichts gesehen? Nein, das tut mir leid. Als ich wieder zu mir kam, war mein Portemonnaie leergeräumt. Die Papiere und den Schlüssel zum Porsche mit Büffelpimmel-Ledersitzbezügen haben sie mir aber gelassen. Das war diesen Halunken dann wohl doch zu riskant. Wir könnten es bei diesem Kiosk als nächstes versuchen. Vielleicht hat der Besitzer respektiv die Besitzerin etwas gesehen. Ja, du hast recht, Karl. Dann machen wir uns mal auf den Weg zur Bushaltestelle und gehen los. Tim, warum guckst du denn auf einmal so traurig? Irgendwie fehlt mir jetzt so ein dummer Spruch von Klößchen. Dass er Hunger hat und sich da seine Schoko kauft oder so. Kopf hoch, Häuptling. Ich bin sicher, wir finden schon bald einen würdigen, adipösen Ersatz. Wir sollten mal bei den Bauern in der Umgebung nachfragen, was die noch so im Stall haben. Ach, da fällt mir gerade ein, kann mir jemand Geld für den Bus leihen? Schon wieder kein Geld dabei, Karl? Ja, sorry, ich weiß wirklich nicht, wo mir zurzeit der Kopf steht. Ach, herrlich, das hat mal wieder gut getan. Auch wenn ich deine Erziehungsmethode für Maskenverweigerer für moralisch bedenklich halte, so ist sie durchaus effektiv, Tim.
Schatz, seit du in diesem Cobra Kai Dojo trainierst, ist dein Karate so viel besser geworden. Hier ein Taschentuch, um dir das fremde Blut von den Händen zu wischen. Und ein wenig Desinfektionsmittel dazu. Ich danke dir, mein Engel. Oh, es ist Klößchen. Ich bin gespannt, was er will. Ich lasse euch mal mithören. Ja, hallo, hier ist Winkler. Na, werter Ex-Kollege, was gibt's Neues? Du weißt, dass du hier nicht mit der Mit-Ess-Zentrale verbunden bist. Ach, da fällt mir was ein. Ich kann ja mal eine Bombe platzen lassen. Ich habe nämlich eine Entscheidung getroffen. Ende nächster Woche, Anfang der Woche drauf, wird's weitergehen mit Träger. Allerdings mit Konzept. Faszinierend. Dir fehlt doch einfach die Aufmerksamkeit und das Honorar, das du sofort in Fressen investierst. Klößchen? Wir sind gerade auf dem Weg zu einer Befragung. Bleib doch einfach in der Leitung, dann kannst du zuhören. Also, lasst uns reingehen. Die wiedervereinten Jungdetektive betraten den Spätkauf, der klein, aber sehr gepflegt zu sein schien. Die Regale waren vor allem von mitteldeutschen Regionalprodukten gefüllt und an den Wänden prangten Nationalflaggen. Der Kioskbesitzer, ein gewisser Herr Pockenberg, stand hinter dem Tresen des Spätkaufs und wurde von einem etwas wunderlich wirkenden jungen Mann interviewt. Dräger KG hielten sich zunächst im Hintergrund. Die beiden unterhalten sich ja sehr angeregt. Wir sollten noch einen Moment warten. Die sind bestimmt gleich fertig. Ein wundervoller Titel. Sie hören Radio Mitteldeutschland und ich bin Herr Juicetime. Moin moin. Lecker. So, wo war ich? Ach ja, die Ereignisse überschlagen sich. Der bekannte Junauer hat allem Anschein nach die Bürde seiner Jungfräulichkeit endlich abgelegt. Es tauchten intime Aufnahmen von ihm und seiner offensichtlich cracksüchtigen Trümmermulle auf, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Da weiß man wirklich nicht mehr, was man sagen soll. Und nun viel Spaß mit dem nächsten Song, euer Herr Juicetime. Das ist auf jeden Fall eine interessante Reaktion und auf jeden Fall mal was Positiveres. Er ist aber auch nicht der Einzige. Ich fand es extrem interessant und extrem witzig. Huch! Oh, ich hab ganz vergessen, dass du doch am Handy bist, Klößchen. Was soll daran bitte positiv sein? Ich finde das höchst erbärmlich. Ich denke, wir haben lange genug gewartet. Sprechen wir die beiden an. Herr Pockenberg, wie sollte man Ihrer Meinung nach mit den links eingestellten Schülern unseres Internats verfahren? Linksextreme Lumpen müssen und sollen von deutschen Internaten verbannt und statt eines Studienplatzes lieber praktischer Arbeit zugeführt werden. Ach, jetzt erkenne ich ihn. Das ist Jürgen aus der 10a. Der schreibt doch für die neue Schülerzeitung namens Lanzer Junior, die Kameraden von morgen. Interessant. Zur nächsten Frage, Herr Pockenberg. So, Kollege, deine Gesinnung in allen Ehren, aber das hier ist wichtiger. Mach, dass du rauskommst, sonst helfe ich nach. Ja, schon in Ordnung, ich gehe. Danke für Ihre weisen Worte, Herr Pockenberg. Auf bald, Kamerad. Und nun zu euch. Ich habe dem Lümmel eben auch schon erklärt, dass ich politisch nicht mehr aktiv bin und eigentlich keine Interviews mehr gebe. Aha, sehr gut. Deshalb sind wir auch gar nicht hier, Herr Pockenberg. Wir wollten fragen, ob Sie gestern Nacht etwas von dem Zwischenfall mitbekommen haben. Ah, du meinst sicher den Raub. Tatsächlich habe ich davon erst mitbekommen, als dieser Wildmann hier mit einer Platzwunde reinstürmte und schrie, ich solle die Obrigkeiten kontaktieren. Und von den Tätern haben Sie nichts mitbekommen? Nein, die sind wohl direkt nach der Tat geflüchtet, so wie Afghanen aus Moria. Können Sie uns vielleicht mehr über diese Maskenbande erzählen? Im Grunde genommen habe ich nichts gegen die. Ab und an kommen ein paar von denen hier rein und kaufen Bier, machen aber groß keinen Ärger. Das heißt, sie würden sie wiedererkennen? Nein, bestimmt nicht. Die sind doch immer maskiert, um ihren Protest zu verdeutlichen. Das ist in allem also ein furchtbar erfolgloser Tag. Und mit den Ermittlungen sind wir auch keinen Schritt weiter. Wisst ihr was, ich denke so, ich hab keinen Bock mehr. Sag mal, willst du uns verarschen, du Speckaffe? Lasst uns nach Hause gehen. Ich muss sowieso noch dringend was am PC-Computer machen. Mach du mal. Ich bring Gabi nach Hause und fahr von dort mit dem Bike ins Internat. Ich bin mir sicher, morgen haben wir mehr Glück. Bis morgen, Karl. Schönen Abend, Herr Pockenberg. Ebenfalls, du schöne mitteldeutsche Maid. Letzten Endes habe ich die Schnauze einfach voll. Wer das nicht nachvollziehen kann, dem kann ich leider nicht helfen. Boah, Klößchen.
Du willst dich doch von diesem kleinen Rückschlag nicht entmutigen lassen, oder? Ich wünsche euch allen noch ein schönes Leben. Haut rein und ja. Hast du dich jetzt bald mal entschieden? Ich verliere langsam den Überblick. Klößchen, ich garantiere dir, dir das Nasenbein zu brechen, solltest du noch einmal versuchen, bei uns mitzumachen. Leg auf, Gabi. Also manchmal frage ich mich echt, was in seinem Kopf vorgeht. Also, ich wundere mich langsam wirklich nicht mehr. Hey, sieh mal ein streitendes Pärchen. Komm, vielleicht können wir uns einmischen. Du bist Ditsch. Schatz, jetzt beruhige dich doch endlich. Das kannst du vergessen. Du hast mir versprochen, dass wir damit in die Steiermark fahren und Urlaub machen. Nein, fass mich nicht an. Entschuldigung, junge Dame. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ich muss Sie sehr bitten, sich nicht einzumischen. Ich und meine wunderschöne muslimische Frau unterhalten uns gerade. Das war aber eine sehr hitzige Unterhaltung. Ja, weil dieser Salak unser Konto leer geräumt hat. Ich wurde erpresst, verdammt nochmal. Vielleicht erzählen Sie uns die Geschichte von Anfang an. Wer sind Sie beide denn eigentlich? Ich? Ich bin Eik besonders. Sehr erfreut. Das ist meine wunderschöne muslimische Frau. Ich kann auch für mich selber sprechen, Versagerlan. Ich bin Tim, genannt Tim. Und das ist meine entzückende Freundin Gabi. Ach, Tim. Also, was hat es nun mit dem geklauten Geld auf sich? Nun ja, ich war gerade auf dem Rückweg von der Volkshochschule. Heute haben wir endlich den Dreisatz gelernt. Im Bus stellte ich mutig einem alten, weißen Mann zur Rede, ja, der einen ausländischen Mitbürger davon abhalten wollte, seine traumatischen Kriegserlebnisse zu verarbeiten. Ach, wie gemein. Hat er meditiert oder gar geweint? Er hat gestöhnt und ein paar Schülerinnen an die Brüste gefasst. Jedenfalls wurde er von einem anderen Passagier deswegen zur Rede gestellt. Woraufhin ich mich einmischen musste und dem Nazi-Opa in seine Schranken gewiesen habe. Alle klatschten. Bitte was? Mein Bewusstsein hat sich gerade voller Entsetzen abgewendet und ich habe nichts mitgekriegt. Nachdem ich ein paar Autogramme gegeben hatte, stieg ich also an meiner Haltestelle aus und wollte noch zur Bank. Ich trat dabei in einen Haufen Hundekot, was meine gute Laune sogar noch weiter steigerte. Und da kamen sie, 4 komplett schwarz gekleidete, maskierte Männer. Sie bedrohten mich, zwangen mich, all mein Geld abzuheben und verschwanden dann so schnell, wie sie gekommen waren. Wie konntest du so abdoll sein und ihnen alles geben? Schatz, die haben mich bedroht. Mit Fäusten. Können Sie die Täter näher beschreiben? Sie waren komplett vermummt. Ich bin mir aber sicher, dass es Weiße waren. Warum das? Alles andere wäre rassistisches Denken. Ach ja, außerdem hatten sie ein M auf ihren Masken. Ich wette, das steht für misogyn. M? Das steht doch bestimmt für... Für die Maskenbande! Die Maskenbande. Hörte diese Welle des Verbrechens denn niemals auf? Erst der vegane Wutbürger und dann auch noch der rechenschwache Reporter. Um das zu verstehen, muss man schon ein Meisterdetektiv sein, was ich ja ganz bestimmt nicht von mir behaupten kann. Der Journalist und seine wunderschöne muslimische Frau jedenfalls machten sich zeternd von dannen und ließen Tim und Gabi stehen. Die beiden versuchten sich einen Reim auf die bisherigen Geschehnisse zu machen. Ich verstehe die Motive dieser Maskenbande immer noch nicht. Geht es ihnen ums Geld oder ist das einfach nur Mittel zum Zweck? Ich denke, da steckt mehr dahinter. Dieser Reich besonders, dann Herr Wildmann. Das sind beides Persönlichkeiten mit einem gewissen Publikum. Bestimmt wollen diese Verbrecher mit den Überfällen irgendeine Botschaft vermitteln. Ein Journalist und ein Verschwörungstheoretiker. Da fällt mir doch noch eine Gemeinsamkeit auf. Welche denn, Tim? Sie sind beide notorische Lügner. Für diesen Tag hatten unsere Helden genug erlebt. Sie begaben sich in ihr jeweiliges Domizil, um sich auszuruhen und am nächsten Tag weiter zu ermitteln. Tim fand sein Internatszimmer, das Adlernest, jedoch leer vor. Zu sauer, um sich Sorgen zu machen, ging er schlafen. Als er jedoch am nächsten Morgen erwachte und das Bett neben ihm immer noch leer auffand, machte er sich doch seine Gedanken
und kontaktierte Karl und Gabi. Hey Süßer, mal wieder Lust auf ein wenig Dirty Talk am Morgen? Ja, oh Gott, ja, sag mir, dass Pi genau 3 ist, bitte, ja, zeig Arschwürzchen. Karl, du bist auch im Videochat? Leute, hört auf rumzulabern, Klößchen ist verschwunden. Wie, er ist nicht ins Internat zurückgekehrt und das an einem Wochentag? Nein, er war die ganze Nacht weg, ihm könnte was passiert sein. Jetzt, wo du es ansprichst, er hat doch immer davon gesprochen, dass er verfolgt, ja geradezu gestalkt wird. Dass ihn Leute tot sehen wollen. Ja, ich habe es auch immer als den üblichen Bullshit abgetan, den er sonst so erzählt. Aber was, wenn da wirklich was dran ist? Hast du ihn denn schon versucht anzurufen? Vielleicht ist er in der Sauna oder in der Disco. Okay, daran habe ich tatsächlich sogar noch gar nicht gedacht. Wartet mal kurz. Oh mein Gott, was ist denn mit ihm los? Es hört sich an, als wird er regelrecht terrorisiert. Es gibt nur einen Ort, wo er sich jetzt noch aufhalten kann. Dem Anwesen seiner Familie. Ein verfluchter Ort, wo die Schuld der Väter an den Söhnen bis ins 4. und 5. Glied weitergegeben wird. Der Schokoschanze. Habt ihr denn davon noch nie gehört? Wird übrigens auch im Touristenführer unserer Stadt als Wildpark geführt. Also lasst uns mal wieder die Schule schwänzen und dann treffen wir uns an der Schokoschanze. So, da wären wir alle. Ansonsten ist hier aber überhaupt niemand. Ich hätte jetzt mit wütenden Menschenmassen gerechnet, so wie er sich aufgeführt hat. Ich werde mal zum Tor gehen und nach ihm rufen. Herr Winkler! Verpisst euch, ihr blöden Affen, Alter. Klößchen! Wir sind's! Wir sind's doch nur! Ah, schaut mal, da oben steht er am Fenster. Hat er eben gerade sein eigenes Fenster zerstört? Mann, der ist aber echt außer sich. Oh, er kommt raus. Hey, Klößchen, wir sind's. Beruhige dich. Hure! Er ist völlig im Saiyajin-Modus. Jetzt hat er auch noch den Zaun beschädigt. Und die Nachbarn fangen auch schon an, sich einzumischen. Hab ihn leiser, gell? Du brauchst mich vor den Anschreier. Komisch ist, dass er uns immer erzählt, dass ihm seine Stalker alles kaputt machen würden. Ich schätze, ich muss durch den Zaun greifen und ihn wieder zur Besinnung bringen. Boah, ich kenne diese Art von Schmerz gar nicht, aber es ist das erste Mal in meinem Leben. Bist du jetzt endlich wieder klar im dicken Ochsenkopf? Ja. Dann lass uns rein und erzähl, was los ist. Wir haben uns Sorgen gemacht. In der Schokoschanze erzählte Klößchen, dass er am vorigen Abend nach ihrem Telefonat von der Maskenbande verfolgt wurde. Diese wären ihm sogar auf seinen Hof gefolgt und hätten ihm 600 DVDs sowie sein Daimeis geklaut. Außerdem hätten sie in seinem Namen 15.000 Euro Stromschulden gemacht. Aha, und dann sollen die bis zum nächsten Morgen hier deine Schanze belagert haben. Also das ist mehr als merkwürdig, Klößchen. Karl, du als Hüter des Detektivtablets. Finde doch mal heraus, ob gestern Nacht in der näheren Umgebung weitere Fälle gemeldet wurden. Ja, das könnte ein Problem werden. Was? Wieso? Brauchst du Klößchens WLAN? Nicht deswegen, ich hab es nicht bei mir. Karl! Die 5. Dräger-KG-Regel besagt, dass der Hüter des Tablets es immer bei sich tragen muss. Das geht aber nicht mehr. Was? Warum denn? Na, weil ich es verkauft habe. Bei Rudis goldener Luger, warum hast du das getan? Ich habe Geldprobleme. Ich bin zurzeit echt schlecht bei Kasse. Das haben wir in letzter Zeit schon mitbekommen. Du vergisst nie etwas. Nie. Wofür hast du das alles ausgegeben? Jetzt sag bitte nicht für Sexhotlines wie Klößchen. Nein, das ist es nicht. Es ist eigentlich noch schlimmer. Naja, wie erkläre ich das? Ich werde erpresst. Von wem? Nun ja, angefangen hat das alles... Naja, kurz nach unserem letzten Fall. Erinnert ihr euch noch an diesen Rollstuhl-Jockey? Klar.
Dem habe ich sein hässliches Gesicht so richtig in seine Einzelteile zerlegt. Dein Vater, Gabi, er gab mir sein Notebook, um es zu knacken und Daten zu sichern. Du weißt schon, es stellte sich heraus, dass er eine Schwäche hat für jugendliche Streamerinnen. Der alte Sack? Das ist so ekelhaft. Ja, du hast ganz recht, aber irgendwie auch geil. Und irgendwie bin ich dann in diese Szene abgerutscht und dann habe ich sie halt entdeckt. Das heißt, du hast denen übers Internet bei was auch immer zugesehen und ihnen dabei Euros spendiert. Ja, aber davon wird man doch nicht komplett pleite. Nur einer ganz bestimmten, aber das war ja auch erst der Anfang. Zunächst waren es nur kleine Spenden, ihr wisst schon. Dann verkaufte sie ihr Badewasser zu teuren Preisen. Gegen noch mehr Geld konnte ich privat mit ihr sprechen und naja, irgendwie hat sie mich auf ihre strenge, aber erregende Weise dazu gebracht, ihr sehr persönliche Informationen über mich preiszugeben. Aber jetzt droht sie, diese zu veröffentlichen, wenn ich aufhöre, ihr Geld zu spenden. Das ist ja furchtbar. Du musst da irgendwie rauskommen. Aber Karl, ein so intelligenter Typ wie du fällt auf sowas rein? Du verheimlichst uns doch irgendwas. Karl, wie nennt sich diese Streamerin? Ich will ihren Kanal sehen. Naja, ihr Streamername ist Molina Chan. Die haben wir ja schnell gefunden. So, Moment. Ach, das glaube ich jetzt nicht. Nun wird mir so einiges klar. Sie sieht genauso aus wie Gabi. Okay, Karl. Bauch oder Gesicht? Was? Wie meinst du das? Ich werde dir entweder in den Bauch oder ins Gesicht boxen, weil du erstens so dumm warst, dich erpressen zu lassen und zweitens, weil du auf irgendeine seltsame Weise mir die Freundin ausspannst. Ja, gut. Ich schätze, ich habe es verdient, aber bitte schlag mir nicht den... Zu lange gezögert. Au! Oh, verdammt, ich blute! So, und jetzt sag ich dir mal was, Karlchen. Wir machen diese Schlampe fertig. Ich will die Einzige sein, die du ohne jede Hoffnung auf Erfolg anhimmelst, dass das klar ist. Ah, ja, du hast recht. Ihr habt beide recht. Das ist die richtige Einstellung, Karl. Und jetzt mach, was du am besten kannst und hacke sämtliche Accounts dieser Online-Hure. Karl setzte sich an Klößchens Laptop. Nach umfassender Desinfektion schloss er sich in der Wohnarbeitsspielküche ein und begann sein Werk. Stunde um Stunde verging. Tim und Gabi nahmen Klößchen wieder in die Bande auf, allerdings nur unter der Bedingung, dass er wegen seines Verfolgungswahnes einen Psychotherapeuten aufsuchte. Als die Sonne schon fast das Ende ihrer langen täglichen Reise erreicht hatte, öffnete sich die Türe und ein ausgezehrter Karl mit fürchterlichen Augenrändern trat aus ihr heraus. Leute, wir sind da etwas ganz Großem auf der Spur. Nimm dir erstmal etwas zu trinken und dann erzähl uns alles. Ja, das ist eine gute Idee. Hast du denn kein Wasserklößchen? Naja, dann bediene ich mich hier an den Energiegetränken. Also, wo fange ich an? Nun, dadurch, dass ich der werten Dame ja schon einige Male habe Geld zukommen lassen, hatte ich den Login zu ihrem PayPal-Konto. Das Passwort konnte ich relativ schnell knacken und mir so das verknüpfte Bankkonto anzeigen lassen. Aber was bringt die Bankverbindung dieser Cyberdirne? Das ist es ja. Es gehört keiner Person, sondern einer Firma. Welcher Firma? Aus unserer Stadt? Die Firma nennt sich Black Luan Industries. Aha. Und was ist das für eine Firma? Stellt die irgendwelche speziellen Produkte her? Nein, das wohl eher weniger. Es ist nur eine Scheinfirma. In der Datenbank der deutschen Unternehmensregisters könnte ich die Organisation, die wirklich die Fäden in der Hand hält, ausfindig machen. Es ist die GEZ. Und das steht für? Gemeinschaft ergebener Zahlsklaven. Sie beschäftigen, schockierenderweise ganz legal, zahlreiche Blogger, Streamer, Influencer und so weiter, die auf der unterschiedlichsten Weise unbescholtenen Bürgern wie mir das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Ja, Klößchen, ich bin auch sehr empört. Wer ist dieser Kopf dieser Organisation?
Dem statten wir doch einfach einen Besuch ab und drohen ihm an die Beine zu brechen, sollte er dein Geld partout nicht zurückgeben wollen. Der Vorsitzende? Oder die Vorsitzende? Ja, als ob. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende hält sich sehr bedeckt. In Molinellas E-Mail-Postfach konnte ich einige Mails von ihm oder ihr finden, allerdings nur mit Boss unterschrieben und nicht zurückverfolgbar. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Diese GEZ betreibt ein richtiges Vermittlungsportal, das nach einem Algorithmus Zahlherrinnen auf potenzielle Opfer aufmerksam macht, damit sie diese ausnehmen können. Vermutlich fast nur ein sehr enger Kreis aus dieser GEZ, wer dort wirklich das Sagen hat. Das ist ja eine ziemlich heftige Geschichte. Aber wo ermitteln wir weiter? Auch das habe ich herausgefunden und kann es dir sagen. Ich konnte über eine Sicherheitslücke eine vollständige Liste der Herrinnen und den zugehörigen Sklaven herunterladen und ausdrucken. Da fällt mir auch ein, dein Druckerpapier ist leer, Klößchen. Vielleicht solltest du dir mal Neues wünschen. Klasse, Karl. Gib doch mal her. Ich untersuche einfach mal alle Opfer aus unserer Stadt. Vielleicht kennen wir ja jemanden. Gib mir auch ein paar Blätter, dann geht's schneller. Hey, unser Schuldirektor steht drauf. Der gehört zu einer Geldherrin Hengame. Spitzname Hängebauch-Fettferkel. Was auch immer das sein soll. Mit dem würde ich lieber nicht über solche Dinge reden. Ich hoffe, wir finden noch jemand anders. Ach du Schreck. Hier steht doch tatsächlich Reik besonders auf der Liste. Du meinst der Reporter, der überfallen wurde? Genau. Er ist der einzige Sklave von einer Geldherrin namens Frau Kellermann. Spitzname die Comtesse des Kots. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Junge, was für ein Pechvogel. Wird erst überfallen und dann auch noch von einer Internetschlampe abgezockt, die seine sexualethisch desorientierten Triebe bedient. Aber wurde er denn wirklich überfallen? Es könnte doch nur eine Ausrede gewesen sein, um sein schmutziges Hobby zu vertuschen. Gabi, das ist ja genial. Du bist einfach großartig. Die tollste, die schönste, die einzigartigste. Ach ja, du bist wieder ganz der Alte. Ich habe noch was gefunden, was Gabis Theorie untermauert. Der Geldsklave von Herrin Ricarda Breit, aka Fettsau for Future, ist kein geringerer als Attila Wildmann. Du meinst, er hat den Überfall auch nur vorgetäuscht? Ja, bestimmt. Es gibt keine Zeugen. Kein Motiv. Er hat sich nur, wie alle anderen, auch ausnehmen lassen. Bei dieser Geldherrin ist noch vermerkt, dass sie zum hohen GEZ-Rat angehört. Sie könnte Kontakt zum Oberboss haben. Dann sollten wir uns an sie halten, beziehungsweise an ihre kleine Zahlfotze Wildmann. Ich weiß, dass er heute Abend auf dem Marktplatz eine Kundgebung zum Thema Viren und andere Märchen hält. Den schnappen wir uns. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Als die Detektivbande am Marktplatz ankam, war Attila Wildmann schon beim feurigen Höhepunkt seiner Rede angelangt. Sie ließen ihn zum Ende kommen und machten sich daran, ihn direkt danach abzufangen. Natürlich nicht ohne Maske. Meine deutschen Volksgenossen, das Wort Volksgenossinnen verweigere ich aufgrund rot-grünem Gender-Grammatik-Kommunismus. Ja, hallo? Ich bin Attila aus Berlin und ich fühle mich wie Sufi Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch Versammlungen anmelde. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen über die Ätherwellen mit uns verbunden heute Abend an der Front und in der Heimat an dieser Kundgebung teilnehmen. Und meine Zuhörer sind. Ich möchte zu Ihnen allen aus tiefstem Herzen zum tiefstem Herzen sprechen. Ich glaube, das ganze deutsche Volk ist mit heißer Leidenschaft bei der Sache, die ich Ihnen heute Abend vorzutragen habe. Ich will deshalb meine Ausführungen auch mit dem ganzen heiligen Ernst und dem offenen Freimut, den die Stunde von uns erfordert, ausstatten. Wir Deutschen sind... Wir Deutschen sind gewappnet gegen Schwäche und Anfälligkeit. Es ist jetzt nicht der Augenblick, danach zu fragen, wie alles gekommen ist. Das wird einer späteren Rechenschaftslegung überlassen bleiben, die in voller Offenheit erfolgen soll und dem deutschen Volk und der Weltöffentlichkeit zeigen wird, dass das Unglück, das uns in den letzten Wochen betroffen hat, seine tiefe, schicksalshafte Bedeutung besitzt.
wie ich nunmehr über die jüngste Vergangenheit hinaus den Blick wieder nach vorne lenke, so tue ich das mit voller Absicht. Die Stunde drängt. Sie lässt keine Zeit mehr offen für fruchtlose Debatten. Wir müssen handeln. Und zwar unverzüglich, schnell und gründlich. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Wildmann, einen Moment bitte. So warten Sie doch, bleiben Sie stehen. Halte bloß Abstand von dem. Der ist doch hundertprozentig infiziert. So ein kompletter Unsinn. Womit überhaupt infiziert? Einen Virus? Ich bin ein logisch denkender Mensch. Ich glaube nur, was ich sehe und ich habe noch nie einen Virus gesehen und auch noch keinen Holocaust. Ich trage gar keine Masken. Warum sollte ich? Ja, Lü. Lassen Sie uns das abkürzen. Wir wissen, dass Sie nicht überfallen wurden. Und wir wissen von Ihrer Gelterin, Ricarda Breit. Wie könnt ihr... Was? Davon weiß doch niemand. Also, da gibt es nichts, wovon ihr wissen könntet, wenn es da was zu wissen gäbe. Lassen Sie es gut sein. Wir haben es sogar schriftlich. Wir werden Ihr peinliches Geheimnis aber für uns behalten, wenn Sie uns einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Dann werde ich also quasi ein gefallener Soldat? Also, was ist das für ein Gefallen? Wir haben die Kontaktdaten Ihrer Herzensdame herausgefunden. Sie werden sich auf privaten Wege an Sie wenden und sich mit ihr verabreden. In die Schokoladenfabrik, einen Fleischereibetrieb besuchen oder was weiß ich, irgendetwas mit All You Can Eat. Seien Sie kreativ. Bei dieser Verabredung werden Sie mit allen erdenklichen Mitteln herausfinden, wer der Kopf dieser furchtbaren Organisation ist. Es gibt mehrere Opfer. Systematisch ausgenommen. Übergangen und verlacht. Dahinter kann nur Merkel stecken. Die und ihr diabolisches Finanzmerkeltum. Ja. Das hören wir dann von dieser Fettsau. Bitte. Sie hat perfekte weibliche Rundungen. Wie eine Carrera-Bahn. Einmal in die Kurven legen. Am Nürburgring. Jawohl. Nordschleife unsicher machen. No? Understand? Understand? Hier ist Ihre Telefonnummer. Rufen Sie an und versprechen Sie ihr den schönsten Abend Ihres Lebens. Der vegane Wunderling tat, wie ihm geheißen. Er machte der gut genährten Geldherrin ein Angebot, das sie nicht abschlagen konnte. Und so fand er sich mit ihr auf dem Beifahrersitz in seinem leicht nach rechts geneigten Porsche auf dem Weg zu einem Schnellrestaurant wieder. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, so moin, willkommen bei Herr Juice Time. Skandalöser Fund in Einzelhandelsfamilienhaus. Der Hauptkommissar Glockner wurde Opfer einer schwerwiegenden Drohung der Mafia. Unbekannte brachen in sein Haus ein und deponierten den leblosen Körper einer Prostituierten in seinem Schlafzimmerschrank. Glockner selbst alarmierte seine Kollegen und versicherte, den Schuldigen möglichst bald zu finden. Die Ermittlungen will er selbst leiten. Furchtbare Dinge geschehen hier. Darauf schnell noch ein Gorbi. Euer Herr. Ich schalte den Volksempfänger lieber mal auf einen anderen Sender. Das hier deprimiert ja nur noch. Schade, dass man den Fernsehsender Paul Nipkow nicht mehr empfängt. Ach, Ati. Das war so eine süße Idee. Normalerweise treffe ich mich nie mit Klienten, aber bei so charmanten und, wenn ich das so sagen darf, wohlhabenden Menschen wie Ihnen, mache ich eine Ausnahme. Können wir jetzt die Bestellung aufgeben? Natürlich, Verehrteste. Hier ist ja schon der Drive-In-Schalter. Guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Ein aufrechter Deutscher gibt einer Dame natürlich den Vorrang. Ich bin tatsächlich nicht besonders hungrig. Und an sich versuche ich aktuell ein wenig auf meine Figur zu achten. Naja, eine Kleinigkeit werde ich schon runterkriegen. Geben Sie mir bitte einen kleinen Triple X Ultra Beef Burger mit extra Bacon und doppelt Käse. Eine kleine Pommes, dann bitte 20er Box Chicken Nuggets. Tut mir leid, die gibt es nur im 12er Pack oder im 6er Pack. Dann nehmen Sie zweimal die 12er Packung und werfen je zwei weg, Gottverdammt. Ich sagte doch, dass ich auf meine Figur achte. Okay, wo war ich? Gut, also dann bitte eine Cola. Aber ich muss Sie darum bitten, ein Drittel dieser Cola mit Cola Zero aufzufüllen.
Sie wissen ja. Was das? Ich lasse es Sie schon wissen, wenn es das war. Na gut, dann nehme ich noch eine Apfeltasche. Obst ist gesund und dann habe ich alles. Ich sehe schon, leicht und lecker. Darf es etwas für den Herrn sein? Ich nehme ein Avocado-Lorbeer-Birkenstock-Sohlenburger. Danke! Mach dann 15:10. Oh, bitte, seien Sie doch mein Gastfräulein breit. Ach, ich denke, wir sind inzwischen beim Du. Vielen Dank. Bitte fahren Sie zum ersten Schalter vor. Na, das geht ja hier so schnell wie die Windhunde. Halten Sie mal unser Mahl, während ich uns ein lauschiges Plätzchen suche. Gerne doch, mein Hübscher. Also, hier drüben hätte man einen wunderschönen Ausblick auf die Stelle, an der Albert Speer die Kuppel für die Reichshauptstadt Germania Moment, hast du jetzt alles gerade allein verputzt in der kurzen Zeit? Ja, ich? Nach zwei weiteren Runden im Drive-In war Attila am Ende seines Lateins. Er kontaktierte Tim, nachdem er sich für einen Moment unter einem Vorwand davon stehlen konnte. Tim, ich habe inzwischen kein Geld mehr. Das ist doch nicht mehr normal. Die verschleißt ja Lebensmittel, als wäre sie das Deutsche Reich und die Lebensmittel die Frontsoldaten stehen von Stalingrad. Ja gut, dann müssen Sie eben Ihre Strategie ändern. Finden Sie ein gemeinsames Thema. Und bloß nichts, was mit Essen zu tun hat, sonst bekommt sie noch mehr Appetit. Was mache ich bloß? Ich muss wieder einsteigen. Da bist du ja wieder. Attila, weißt du, was ich besonders an dir mag? Dass ich dir immer die Reste meiner Burger überlasse und du die Verpackungen auslecken darfst. Ja, ja, das auch. Aber auch, dass du genau weißt, was eine Frau will und braucht. Ich hab dir doch nur was zu fressen gegeben. Ach, wo du gerade von Frauen redest, die etwas brauchen. Meine Mutter braucht dringend einen kleinen Nebenverdienst. Hättest du vielleicht eine Idee, was sie gegebenenfalls unter Umständen als ehrbare Frau, die einen kleinen Türkenbub adoptiert und großgezogen hat, machen könnte? Hm? So. Nun, ich darf eigentlich nicht darüber sprechen, aber bei uns in der Firma ist gerade eine Stelle für betagtere Damen frei geworden, da Mimons Mutter gestorben ist. Wenn deine Mama dort mit Empfehlung von mir vorspricht, könnte sie sich direkt mit dem Boss unterhalten und hat so eine Chance. Ja, fantastisch! Wann kannst du mir einen Termin für sie organisieren? Ach, ich weiß nicht. Der Boss kann sehr sauer werden, wenn ich ungeeignete Leute empfehle. Ach, nun komm schon. Wir können die neue Stelle mit einem Ultimate 7XL Schokobecher im Hydraulico feiern. Aha. Wie würdest du das finden? Findest du das gut? Hm? Das würde dir gefallen, oder? Das würde dir doch gefallen, meine kleine Rennbahn, mein Schnuckelmäuschen, mein Spatzal, mein kleiner veganer Fettburger. Hm? Ja! Abgemacht! Ich gebe dir schon mal die Adresse. Wie lange wollen Sie eigentlich noch rumstehen? Sie können ja nicht parken. Verschwinden Sie endlich! Ist noch keiner da. Pinea, Pinea, mach doch euren Job, ihr seid nur Hater. Pinea, Pinea. Wildmann hielt sein Wort und schickte den Standort des Chefbüros an Dreger KG. Das luxuriöse Penthouse befand sich im besten Viertel der Millionenstadt. Karl der Computer entschlüsselte den Zugangscode der Wohnanlage und schon bald standen die vier vor der Eingangstüre des Büros, das vielmehr einer Luxuswohnung glich. Verdammte Axt, hier gibt es kein elektronisches Schloss, da kommen wir nicht ohne weiteres rein. Das Schloss hier scheint nicht ohne weiteres zu knacken zu sein. Es hat 12 Schließelemente und 3 Stiftebenen. Es besitzt zwar einen Anbohrschutz, aber wenn ich versuche, über den Zugang an die Stahlstifte zu... Gabi! What the fuck? Du kannst doch nicht einfach klingeln! So sind sie gewarnt! Los, du Wurm! Öffne die Türe und nimm unser Essen in Empfang. Und gib ruhig Trinkgeld. Bei mir wurden heute schon 8 neue OnlyFans-Abos abgeschlossen. Sehr gern, Herrin. Ih! Was zum...
Ich würde sagen, ein Mann in Ledermaske mit passendem Ganzkörperanzug. Was wollt ihr hier? Kommen wir etwa ungelegen? Was ist denn da los? Sklave, steh sofort wieder auf und kümmere dich um die Eindringlinge. Und du, hilf ihm, anderer Sklave. Susi, ich bin doch noch angekettet. Du wagst es, mich mit Namen anzusprechen? Au, Vergebung, Herrin. Greif jetzt an! Was zur Hölle passiert hier gerade? Tja, anscheinend sind wir hier mitten in einer SM-Party geplatzt und die Gastgeberin scheint nicht sehr erfreut zu sein, uns zu sehen. Alles andere müssen wir klären, sobald diese Ledersklaven unschädlich gemacht sind. Gabi, Karl! Vorsicht, er kommt auf euch zu und ist mit einem Staubwedel bewaffnet! Kümmer dich mal lieber um dich selbst, Bursche. Ach, du willst noch einen Nachschlag, du würdeloser Penner! Würdelos? Es ist eine Ehre, für die Herrin Susi Dirt putzen zu dürfen. Grundgütiger, ich werde dich von deinem Elend erlösen. Was willst du mit dem Bondage-Seil? Wirst du gleich sehen. Heya! Verdammt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Aber ist auch irgendwie geil. So mag ich's am liebsten. Okay. Ich geb auf. Du wirst doch nicht auf einen Wehrlosen einprügeln? Das wirst du schon sehen. So, mit dem bin ich durch. Wie läuft's bei euch da drüben? Nicht so gut. Es sieht aus, als könnte er mit dem Ding tatsächlich umgehen. Kommt her. Los, kommt her. Die Herrin wird mich fürstlich belohnen. Vielleicht darf ich ihren Schuh berühren. Wo ist eigentlich Klößchen? Jetzt wäre ein guter Moment, um sich von hinten auf diesen Ledertypen zu stürzen. Macht euch keine Hoffnungen. Der hat sich unter einem Haufen Reizwäsche versteckt. Na, dann ist das wohl mein Zeitpunkt zu glänzen. Komm her, du Alunke. Ich habe ein Prostata-Massagegerät und ich werde es benutzen. Karl? Mensch, Gabi, natürlich nicht selbst. Ich meine natürlich als Waffe. Los, du Miese! Oh nein, Karl ist K.O. gegangen. Warum ist der nur so ein Lauch? Das reicht. Ich komme, Gabi! Versuch es, Schönling. Ja! Keine Gnade! Du hast es geschafft, Tim. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen enttäuscht. Normalerweise leisten diese Schurken ein bisschen mehr Widerstand. Sogar dieser Rollifahrer hat sich mehr gewehrt. Tim! Oh Gott, Tim, sag doch was. Das hat er davon, uns Frauen zu unterschätzen. Du Miststück. Niemand rührt meinen Mann an. Ach, wie süß. Wach auf, Mädchen. Er hat dich jahrelang unterdrückt. So wie jeder Mann jede Frau unterdrückt. Dabei sollten sie unsere Sklaven sein. Also steckst du hinter dieser Zahlsklavennummer. Der ominöse Boss der Organisation ist eine Frau. Mein ganz persönlicher Feldzug gegen das Patriarchat. Hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Hübsche junge Dinger können wir immer gut gebrauchen. Was du da tust, hat nicht das Geringste mit Feminismus zu tun. Du bist einfach nur eine billige, kleine... Hure! Danke, Klößchen. Und so sehr ich auch diese Idioten verachte, die auf so einen Bullshit reinfallen. Ihre Dummheit schamlos auszunutzen, ist noch viel verwerflicher. Und wenn das dein letztes Wort ist, dann sollst du das Schicksal deines sexistischen Freundes teilen. Au! Verdammt! Das war knapp. Ich muss hier irgendwie die Peitsche entreißen. Gabi überlegte nicht lange und sprang direkt auf den Schreibtisch, der vor ihrer Widersacherin stand. Diese verharrte kurz, doch holte direkt zum nächsten Schlag aus. Sie ließ die Peitsche erneut knallen. Gabi wich geschickt aus und der Lederriemen wickelte sich um den Deckenventilator. Entwaffnet und völlig perplex stand die skrupellose Domina der wütenden Detektivin gegenüber. Für den Bruchteil einer Sekunde sammelte Gabi sich und sprintete kurzerhand auf ihre Widersacherin zu. Mit einem gezielten Tornado-Kick schickte sie Susi ins Land der Träume und landete elegant und anmutig auf dem Samtteppich. Und jetzt bleib besser liegen, du dreckige Dreilochstute. Das war einfach fantastisch, Gabi. Da muss ich Karl zustimmen. Unser Nachmittagstraining hat sich wirklich ausgezahlt. Ach, danke, Jungs. Und was machen wir jetzt? Rufen wir die Polizei? Naja, rein rechtlich können wir die Bande nicht belangen. Wir könnten aber dieser Organisation ein Ende setzen. Karl, ich bin mir sicher, du findest auf Susis Laptop so einiges, das uns dabei helfen könnte. Hey, ich könnte mir vorstellen, dass da einige Konten darauf warten, aufgelöst zu werden und viel, viel Geld seinen Weg zu den ursprünglichen Besitzern zurückfindet. Abzüglich einer kleinen Provision für Dreh-KKG, die hier mal wieder unter extremsten Bedingungen ermitteln musste. Ganz deiner Meinung, Häuptling. Und wisst ihr was? Da ich nun wieder wohlhabend bin, lade ich euch gleich danach zum Essen ein. Ich freue mich die ganze Woche drauf. Einen richtig geilen Braten mit Klößchen und alles drum und dran.
So ist das gut. So will ich das haben. Wenn es um Essen geht, bist du auf einmal wieder ganz vorne mit dabei. Nicht wahr, Klößchen? Ihr kennt den Drachenlord, ihr kennt Jana aus Kassel, ihr kennt André Poggenburg, ihr kennt Heinrich Himmler. Stopp! Es gibt einen, den kennt ihr noch nicht. Seid ihr heiß drauf? Wusste ich's doch, ihr Fotzen. Tim! Hier kommt Tim. Wird es schlimm? Ruf den Tim. Hier kommt Tim. Italiener eisenhart. T wie Tiefschlag und der Tod. Ich komm ziemlich schnell in Fahrt. Jede kennt mich, jede will mich. Karin Ritter, Susi Grime. Denn ich bin ein krasser Ficker. Auch im Obdachlosenheim. Alle betteln, alle meddeln, alle zecken um mich rum. Manche gendern, manche pöbeln. Und ich schlag sie alle krumm. Warum? Es gibt nur eine Antwort, Freunde. Hier kommt Tim. Hier kommt Tim. Ein Gewissen voller Grimm. Es ist Tim, der nicht stoppt, sich nicht benimmt. Ich bin Tim, genannt Tim. Diskutieren macht mich krank. Während du noch Argumente suchst, hast du eine gefangen. Ich bin Tim, der Brecher. Überboss im Internat, Drogendealer, Messerstecher, die ich gern behindert schlag. Dreger KG, meine Gang beherrscht die Street. Deine sucht ganz schnell das Weite, wenn sie uns ermitteln sieht. Und kommst du uns in die Quere, gibt's ne Schelle oder zwei. Denn ich bin Karatemeister, besten Gruß an Cobra Kai. Alle betteln, alle mädeln, alle zecken um mich rum. Demonstrieren gegen Viren und ich box sie alle um. Warum? Geh dich einen Scheiß an, Nogger. Du kannst hier gleich mit Brüchen rechnen, Freundchen. Dein schlimmster Albtraum bin ich, du Rollmops. Tim, hier kommt Tim. Kein Gewissen voller Grimm, es ist Tim. Du beschissener Fanboy, komm her und ich mach dich platt. Wer war das? Ich schlag dich zum Krüppel, Junge. Sonntagmittag bei den Glockners, exzellentes Lammragout. Zum Dessert nasch ich an Gabi und ihre Mutter kommt dazu. Alle betteln, alle mädeln, alle zecken um mich rum. Manche irren, manche skirren, danach sterben sie zu jung. Warum? Kriegst euch von meinem Zaun, ich bring euch um. Richtig, Löschen. Hier kommt Tim. Ein Gewissen voller Grimm. Und wo Tim ist, da ist Action. Tim ist da, wo ihr ihn braucht. Bei Tim gibt es keine Gnade. Bei Tim gibt es was aufs Maul. Tim wird dich durchschauen, auch wenn du verlogen bist. Und bist du nicht deutsch genug, fällt der Verdacht sofort auf dich. Schluss jetzt. Tim will meddeln. Voll in die Fresse! Übrigens, eins habe ich noch vergessen. Folgendes. Tim ist bewaffnet und gefährlich. Tim wird immer Tim genannt. Nennt ihn irgendeiner Peter, bricht er dem auch mal die Hand. Das wisst ihr Bescheid. Aha. Grüße an meine Gang, Dreger KG, ihr wisst, wer ihr seid. Stay true. Yeah.